Asyl ist ein Menschenrecht. Hunderte Amnesty-Aktivisten fordern am Freitagnachmittag am Wiener Karlsplatz, dieses Recht auch einzuhalten. Wir sind damit konfrontiert, dass unsere Regierung meint, mit Populismus pur Volkswillen befriedigen zu können. Und in Summe schaffen wir gerade Menschenrechte in Österreich ab. Oder noch viel ärger, wir machen Menschenrechte zu einem Luxusprodukt für die Reichen. SPÖ und ÖVP sind dabei, Asylgesetze zu verschärfen. Menschen können damit zu 1-Euro-Jobs gezwungen werden, wegen illegaler Einreise strafrechtlich verfolgt oder gar in Internierungslager gesperrt werden. Tausende Österreicher wollen das nicht zulassen. Ja, wir haben eine große, lange Rolle, ca. 14 Meter, mit Unterschriften und Namen von Menschen aus Österreich, die gemeinsam mit uns diesen Appell an und die Regierung richten. Und die werden wir heute im Bühnenraum einfach ausrollen, damit alle sehen, wie viele Menschen in Österreich wollen, dass das Recht auf Asyl bestehen bleibt in Österreich. Im Rahmen der Übergabe werden Schutzbedürftige selbst auf die Bühne geholt. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Wieder rausgeworfen! Wo werden wir? Das Künstlerkollektiv, die schweigende Mehrheit sagt ja, performt Open Air, Schutzbefohlene performen Jelineks Schutzbefohlene. Wir sind eine große Gruppe und wir sind viele Leute aus Österreich, Leute aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Iran. Wir müssen verstehen von diesem Stück, dass wir sind alles nur einem zu Ende. Wir sind Menschen zu Ende. Egal, woher kommst du. Das Stück sorgte bereits im April dieses Jahres für mediale Aufregung, als die Aufführung im Audimax der Uni Wien gestürmt wurde. Auf der Bühne standen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Sie spielen trotzdem weiter. Ich habe wirklich wunderschöne Erinnerungen mit diesem Stück. Und die Gruppe vom Schutzbefohlene, Performen Jelineks Schutzbefohlene, diese Gruppe auch in Wien ist meine Familie. Das ist nicht nur Theaterkollegen oder Theaterprojekt, das ist auch alle Gruppe ist meine Familie hier. Mehr Menschlichkeit in der österreichischen Asylpolitik, das fordert Amnesty International im Rahmen der Kampagne Menschenrecht Asyl. Ja, unser Appell ist ganz klar, bleibt wachsam, werdet laut. Wir wissen, ganz viele da draußen unterstützen es nicht, dass die Menschenrechte eingeschränkt werden von Asylwerberinnen. Behaltet das nicht für euch, sondern steht auf und sagt eure Meinung, weil es gibt ganz viele von euch da draußen. Regierung und Aktivisten sind sich einig, dass es Lösungen für die aktuellen Herausforderungen braucht. Maßnahmen, wie sie am kommenden Dienstag im Ministerrat vorgelegt werden sollen, tragen dazu sicher nicht bei. Ja, ja.